Ahoi, liebe Leute, da sind wir auch wieder zurück. Was geht? Hier erstmal ein paar Hühner schlachten. So, Steko auch wieder dabei. Grüß dich. Ah, you are thirsty. Ja, das ist mir gerade egal. Hi. Nein, nicht hauen. Wenn hier einer haut, bin ich da. Aber nicht ab. So, nee. Reinhauen. Ich brauch dein Loot. Aber nur ins Gesicht. So, also ich habe immer eine Menge Fleisch und Eier dabei. Okay, nee. Ja, Eier habe ich auch mindestens zwei dabei, aber... Ja, ich glaube, die schmecken nicht mehr. Aber es ist hier Standard 7 Days. Du lootest 3000 Nester und hast du zwei Eier. Nee, das geht eigentlich. Also, Oh, toll, Axt ist kaputt. Ich fand, im lokalen Spielstand, den ich habe, war ich relativ gut ausgestattet nachher mit Eiern. Also, wenn du ein bisschen durch die Gegend rennst, du findest echt viele Vogelnester. Ich hatte nur Pech gehabt. Okay. Meistens immer nur an Federn drin. Ja gut, wir sind auch relativ am Anfang, also. Nein! Auf Dauer! So, das ist natürlich clever. Ach. So, schon mal ein Campfire machen. Ach, scheiße. Wir brauchen ja... Mist, wir brauchen zum Wasserkochen, brauchen wir einen Kochtopf. Den habe ich ja noch nicht. Ich habe nur einen Grill. Fuck! Auf Dauer! Mir rennt ein Huhn halt gerade weg. Ja, scheiß aufs Huhn. Ab und zu findest du auch hier Schlangen, die geben viel mehr nachher. Mhm. Bong. Ja, ich hab dich gehört um die Ecke, du kleines. Oh, hab's Huhn aber gekriegt. Ich hab dir schon mal gesagt, dein scheiß Bauhelm nützt dir einfach gar nichts. Oh, guck mal, nicht mal mehr einen Kilometer. Ja. Hast du einen Spielerschaden ausgemacht? Ich frag für einen Freund. Nee, ich glaube, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Okay. Wollte mal aufpassen. Gut. Oh, ich habe 6 Skill Points to spend. Nee, 8. Okay. War schon wieder ein Huhn. Okay, das haben die auf jeden Fall erhöht. La 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 la. Lucky Looter. Mhm. Intellect. So, 48 Fleisch. Ja, Hunger habe ich auch gerade. Juhu. Oh, er geht mir auf den Sack. Ich hab Hunger. Oh. Hoch 2,8% schon. Ja. Also Honig geht bis 5% runter. Herbal Antibiotics 10 und 25 machen richtige Antibiotics runter. Hm, cool. Nicht take, du sollst Suppe essen oder saugen. Heißt aber auch, wir brauchen erstmal Honig. Ja, und Honig kriegst du erst, wenn du das Buch gefunden hast, der den Perk freischaltet, dass du Honig kriegst, wenn du Baumstümpfe weg. Baumstümpfe und du kriegst es jetzt sogar, wenn du normale Bäume wegknallst. Ah, cool. Aber die Chance ist ja relativ gering. Okay. Aber wenn du das eine Weile gemacht hast, nachher, gerade wenn du eine Base baust oder so, ich habe, glaube ich, im lokalen Spiel schon mittlerweile 12, 15 Honig oder so. Also. Aber ich habe auch ordentlich Bäume weggeknallt. Also. Ey, sag mal so, wenn wir erstmal ordentliche Waffen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch getroffen werden, eher gering. Ja. Wenn man sich nicht so wie du anstellt. Hä? Das meiste war der Berg, ja? Ja, gut. Die Natur ist ein Arschloch, ja. Oh, ich sehe die Tankstelle. Unten fährt das Auto. Trader Joe will now close. Ja, okay. Komisch, die Ansage, die kommt, das ist nicht Jen. Das klingt wieder wie ein Kerl. Ich habe Samen bekommen. Mhm. Oha. Was denn für welche? Kürbis. Ah, da habe ich auch schon einen von. Okay, hier ist eine Tankstelle. Mit bist du gerade bei mir? Ja, ja, ich bin okay, schon ja. Relativ nah. 350 Meter, ja, ich sehe es gerade. Ja, bei der Tanke habe ich, kannst ja. Du, da ist, Tier 3. Oder hast du hier schon auch Ich versuche gerade noch die Tür hier vorne, einzudreschen, damit du hier auch reinkommst.
Ah, du bist bei dem größeren Haus da vorne. Nein, ich bin in der Tanke. Hä? Ich bin in der Tankstelle. Du bist bei mir noch 300 Meter entfernt. Ja, du auch. Ich bin mal passing hier. Gas. Das ist doch hier die Tankstelle, oder nicht? Ja. Da bist du drin? Ja. Ja. Aber hier laufen so noch Zombies rum. Ja, ist mir doch gut. Aber die gehören nicht zur Tanke, also. Au. Scheiße. Ich mach vorne gerade die Tür auf. Warum? Oh, jetzt ist sie offen. Jetzt baue ich erstmal neu ein. Oh, Entschuldigung. Aber, ja, na gut, den Arm brauchst du eh nicht mehr. Wir beendeten die Tür in Regeln. Tür auf. Blümchen. Lock? Nee. Toll. Wo bist denn du? Ich bin doch bei der Tankstelle. Ja, ich bin bei der falschen. Gott. Das ist möglich. Schnell weg hier, ist dunkel. Oh Gott, nee, so ein Fetter. Nee, tschüss. Junkville Town 3. Ich hab ein bisschen zugenommen. Junkville. Also wir sind hier bei Tier 3. Was machst du da? Geh da weg. So, ich das bin jetzt bei einer Farm. Du bist bei einer Farm und nicht bei einer Tankstelle. Nein, Mann, ich bin in der Tankstelle. Wow! Fuck. Was denn? Scheiße! Will ich wissen, was du da wieder machst? Na, hier macht alles boom und kaputt und weg und... Woodsplitter Mod Schematic. Okay. Boah. Das lerne ich schon mal. So, da sehe ich eine Kirche. Ja, das ist, Ich sag doch, hier gibt's noch eine zweite Tankstelle. Kann ich dafür, wenn du bei der falschen rumhängst. Da. Kommen Sie rein. Oh. Mein ganzer Shit steht draußen. Das ist gut. Ja, ist mir gerade so eingefallen. Warte mal, ich wollte ihn noch reinholen. Storage Chest. Lalalalala. Ah. Nee. Achso, weil hier. Ach. Verbinden tue ich mich mal lieber nicht. Nö, wenn du eh infiziert bist, dann ist Item Needs Repair. Hast du zufällig einen Stein dabei? Ja, ich hab noch mehrere. Ja. Ach, ich kann auch rausgehen. Mit dem Wald nicht Stein hat. Gut, Schlafsack tue ich mal jetzt hier. Hier. So, ich bin voll überladen. Hä? Ach, jetzt. So. Cool, wir haben so ein Auto. Ja, fährt noch nicht mehr. So, Tür mache ich hier auch mal zu. Die kann man, ach die, oh, ja, okay. Die kannst du sogar bauen und einsetzen. Ja, ja, ich weiß, aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob ich die nochmal... So. Kannst du eigentlich in die Kiste hier reingucken, die ich hier hinstelle? Jo. Ich glaube, das sind noch nicht alle Zeitschriftenarten, die du finden kannst. Okay. Das ist nur so ein bisschen, was ich bisher gefunden habe. Also, wie gesagt, teilweise brauchst du so 75 bis 100 Stück von jeder. Wir müssen also gucken, wer was lernt. Beide parallel macht da ja, ich hab da auch noch was reingelegt. Okay. Bücher. Art of Mining. Wie doof ja, ist das denn? Müssen wir halt gucken, wer dann was skillt, ja. Ey, die sehen ja nicht mehr so aus, wie ich die genommen habe. Nee, nee, du musst die nehmen, R gedrückt halten und dann kannst du auswählen, wie die aussehen sollen. Ah. Ja. Oh, wie geil. Es geht auch beim Schlafsack zum Beispiel, kannst du dann die Farbe auswählen. Und bei den Drehstühlen geht es auch mit der Farbe und teilweise ein paar andere Blöcke, die dann auch nur anders aussehen. Aber ich brauche dafür noch was, oder? Nee, nur R gedrückt halten. Hab ich. Jetzt habe ich das Fenster hier auf, drück auf die Pflanze rauf und es passiert nichts. Nee, R gedrückt halten und dann kannst du diese Shape da. Ah, okay, ja, ich muss das Fenster dann einmal wieder weg. Wir kriegen Besuch. Nö, tschüss, tschüss. Und das ist ein Feral, diese hässliche Tunte.
Oh oh. Hast du einen Knüppel? Jo, wo? Also sie haut wieder ab. Weil sie ist feral, die hat leuchtende Augen. Sag mal, ich habe immer noch keinen Stein. Leg mich doch am Arsch. Willst du ein paar haben? Ich hab 5 Stück. Ja, ich glaube, die sind noch in der Kiste. In der Kiste habe ich keine Steine gesehen. Nee, nicht in der hier. Hast du Holz? Ja. Ja, ja. Übrigens, Bier trinken bringt hier so gut wie gar nichts. Also es gibt zumindest also stillt dein Durst nicht. Na toll. Ja. Ist ein bisschen unlucky, aber... Ja. Ach, das Item nicht zurück. Okay, jetzt gehen wir doch hier auf den Sack. Ist sie noch da? Oh, 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 sie kommt. Toll. Mhm. So, mein Kübel ist da schon kaputt. Schampe! Texer! Lauf, die steckt ein bisschen was rein. Hopp. Ja, so 14 haben wir nicht eingesteckt. Ja, stimmt. Okay, also ich mal so, ne? Aber wir haben ja auch ordentlich auf die Fresse gehauen, also. So, weiter im Plan hier. Kürbis kann man auch essen, habe ich gehört. Ja. So. Ich hau mal meinen ganzen Loot hier rein. Ja, ich hab jetzt ein bisschen was da drinnen. Naja, jetzt habe ich wieder Steine. Bin ich gleich tot? Achso, ja. Deswegen. Ist ja nichts Neues. Oh, shit. Kiste voll. Oh, Schlange. Die, wo? Hier draußen. So, ja, da kann es auch bleiben. Hab sie. Nee. So. Haben wir noch irgendwo Holz? Vor der Hütte. Wer kommt denn da schon wieder? Hinter dir? Ja, ich habe auch nur die Axt. Die ist gleich kaputt. Ja, und ich bin voll überladen. Ich kann nicht so schnell. Ich komm zu dir. Kein Problem. Komm her, Detlef. Ach, du hast auch noch leuchtende Augen. Au. Toll, ging schon kaputt. Schaffst du? Nee, ich hab keine Ausdauer mehr. Oh, so. So jetzt. Er ist tot. Du weißt doch, Sicherheit. Immer einmal noch drauf. So, wie war das jetzt mit reparieren? Anwählen und A drücken. Also in der Regel ist es A. Reparieren geht nicht, warum nicht? Achso, keine Steine. Musst du gucken. Das Problem hatte ich auch gerade. Nee, komm, deck mich. Ah, hier ist auch noch eine Kiste. Da tue ich da erstmal rein. Das geht nicht. Boah, jetzt hat er hier alles vollgemüllt, ey. Mann. Wieso hast du hier einen Level 1 Knüppel reingepackt? Weil ich mich erstmal leer machen wollte. Okay. Oh, hier ist noch eine Schlange. Ja, ich hör's. Wo ist sie denn? Au. Bist schon da. Mit bloßen Händen. Hast du sie erwürgt? Kann man Schlangen eigentlich erwürgen? Keine Ahnung, ich denke mal, das haben viele noch nicht versucht. So, wie bringen wir... Hier, bring mich mal rum. Obwohl, Moment, wir kriegen Besuch. Ja, dann noch nicht. Nein, ich habe doch hier einen gehört. Ach da. Ja. Oh, 2. Und ein Feral. Schon wieder? Ne, das hat schon gesagt. Nee, ist keiner. Ah, nee, guck, ich sah nur so aus. Übrigens, wenn du nachher so ein bisschen noch weggelevelt hast. Hör auf, Marcel zu fressen. Ist ja ekelhaft. Ja. Übrigens, Zombies fressen jetzt auch Tierkadaver und tote Spielerkadaver. Die stürzen sich dann da drauf. Okay, ja, das mit den Menschen war ja vorher schon so. War das schon so? Ja.
Ich dachte, das wäre neu mit der Alpha 21. Ich wollte dir nämlich gerade eigentlich Glasscherben geben, damit du dich selber umbringen kannst, aber gut. Ich bin jetzt auf meinem Bett gespawnt. Biade war schneller. Ich bin jetzt auf meinem Bett gespawnt und bin jetzt beim Händler. Wo hast du denn dein Bett gelassen? Achso, du bist bei Jen drüben. Hä? Aber die hat doch zu. Das ist ja doof. Tja. Läuft. Hä? Eieiei. Ich hab deinen Rucksack nicht genommen. Oh doch, Moment. Ja. Ich hab dich schon angezogen, ne? Ja. Hm. Gut. Wieso hab ich denn schon wieder keine? 7 Punkte. Dann gucken wir mal, was ich hier mache. Ach du Scheiße. So. Übrigens, zum Beispiel das Campfire passt sich jetzt an. Wenn du so ein Grillrost drin hast, siehst du auch das Grillrost. Und wenn wir nachher noch einen Topf drüber haben, hängt hier drüber wirklich ein Topf. Also, das ist cool. Das haben sie cool gemacht. Auch die Forge, die ist jetzt 2 Felder breit. Oh. Die sieht komplett anders aus. Und für die Forge brauchst du diese Forge-Head-Zeitschriften. Hm? Und ich glaube, warte mal, ich muss mal gucken, wie viele sind denn das? Workstations, also du musst mindestens 10 davon haben, dann kannst du die Workbench machen. Nee, warum? Hä? Ja, soll ich schon mal auf ein bisschen auf Händler gehen? Wo war denn da? Hä? Bin ich blöd? Warte mal, wie war das mit der Forge? Das ist falsch im Kopf. Stego, die Workstations Level 5 brauchst du. Soll ich schon mal ein bisschen auf Händler gehen, damit wir unser Ding ja da ein bisschen leichter kaufen können? Du meinst Questen wegen Kohle? Ja. Ja, ja. Dann haben wir es da vielleicht ein bisschen aber leichter. Die macht erst um kurz nach 6 auf, ne? Ja, ist doch ja. Also Ladenschlussgesetze und so, weißt du, Gewerkschaft. Ja, aber ich meine, wir haben doch Werkzeuge dafür, um das ein bisschen schneller zu machen. Das geht nicht, du kannst die Dinger ja, du kommst da ja nicht rein. Also du kannst da nichts kaputt kloppen. Ach, das haben die immer noch nicht gemacht, ja? Ja, ja, das geht immer noch nicht und du wirst halt immer wieder wegteleportet. Ich glaube, dass mit dem Teleporten immer noch so ist. Vielleicht nicht mehr ganz so krass wie vorher, aber... Was mir aber noch einfällt, Dingsbums, jetzt ist es wieder weg. Na, ich lerne auf jeden Fall nochmal vom Land leben. Ja, gut, dann mach... Machst du hier... Küchenhilfe. Dann ziehe ich mir die Kochzeitschriften mal rein. Grilled Corn und Baked Potato kann ich jetzt. Okay, ich habe noch 2 Zeitschriften. Und Cornbread und Golden Rod Tea kann ich jetzt machen. Jo, das ist schon mal was. So. Gut, also wenn du irgendwelche findest von den Zeitschriften, dann gib mir die. Dann mache ich das mit dem Kochen. Kochen alles, ja klar. Ja. Ah, da. Auch Bücher, also es gibt so Bücher, glaube ich, auch zum... Wobei, weiß ich nicht, ob es das Kochen auch Bücher gibt, aber falls, dann... Ja. Das sind aber, wie gesagt, so Spezialperks, die sind nicht ganz so... So. Am wichtigsten, also wenn irgendeiner nachher Dings hat, also dieses Honigbuch da findet, dass du Honig bekommst, der sollte dann am besten auch die Dinger wegkloppen, die Bäume. Okay. Weil umso höher ist nachher die Chance, dass wir Honig haben. Ich habe übrigens einen Molotow-Cocktail gefunden. Ich schmeiß den mal hier mit rein. Damit sagen wir bitte ein bisschen vorsichtig, ja? Ja, wenn wir eine Holzdings bauen, sowieso. wobei, weiß ich nicht, fackelt Holz hier ab? Ich habe es nämlich nicht ausprobiert. Also. Oh, ach, hier geht's ja komplett raus. La. So, was könnten wir jetzt noch anstellen? Ich bräuchte noch eine Kiste. Wenn du so reinläufst, macht mir das Angst. Ich wollte auch nochmal sicher gehen. Ja, okay. Ach nee, Holz habe ich da. Hä? Was kostet ein Landclaim-Block? 5 Steine. Oh, easy. Brauchst du noch einen? Nee. Ich habe den auf 71 Blöcke gestellt, also. Ah, aber komplett alles gelootet hast du hier aber auch nicht. Wieso? Wo denn? Na, hier oben. Garagendach. Da haben wir noch eine zweite Etage. Sind da noch Zombies? Nee, ne? Nö. Aber die ist doch eine fette. Bist du da aufgekommen? Ist doch eine fette Leiter. Wo denn? Hier oben.
Geh mal wieder rein. Mal oben. Ach der, oh, die hab ich gesehen. Komm, hä? Ich komm da gar nicht hoch. Er muss ein bisschen mit Shift drücken. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Aber, hä? Muss ganz... Jetzt. Okay. Also hier werden wir relativ gut sein. Nee, vergiss es. Die Viecher klettern auch Leitern. Dafür gibt's auch... Oh no. Okay, okay, das haben die also immer noch, ja? Ja, das gibt's immer noch. Wobei, hier ist es ja noch relativ harmlos. Also. Ja, wenn du in eine Grube voller Zombies fällst, ist das nicht mehr so Dann nicht mehr, nee. Dann ich esse mal ein bisschen Katzenfutter. Solange du noch her nicht schnurrst. Nee, ich pinkel nur in die Ecke. So. Na gut, das ist auch nicht untypisch mehr. Hast du jetzt eigentlich alle Steine benutzt? Nein. Brauchst du noch welche? Nee, ich hab mir die Bus rausgenommen gehabt, aber... Nein, finde meine Axt. Ja, da. Hab dir mal die Hälfte hingeschmissen. So. Ja, Steine hast du nachher auch noch genug, also. Ja. La, 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 la. Items despawn ja, ne? Was despawnt? Items? Wenn die auf dem Boden liegen? Ja, nach einer bestimmten Zeit, aber frag mich nicht, wie lange. Na, wir werden es sehen, wenn der Knüppel weg ist. Ja. Ja, scrap ihn doch einfach. Du kriegst bloß ein Holz wieder zurück. Stimmt ja. Da war ja was. Ich meine, es ist nicht viel, aber pff, ja. Drei Holz ist drei Holz. Hey, hey, pst, sieh da. Nee, doch nicht. Swipe mal lieber nach links. Okay, ist tot. Sicher? Ja. Jetzt ja. Ja, hey. Hoxilla Ranch. Alter. Ja, mal gucken, was das für ein Tier ist. Das ist, glaube ich, 2 oder 3, oder? 3. Ich glaube, hier ist alles auf 3. Das ist 2. Nee, nee, Farm ist, glaube ich, 2. 3. Ist auch 3. Fuck, ey. Ja, ich bin ja hier gerade durchgelaufen, deswegen. Ach, guck mal, ich spiele erstmal wieder Klavier spielen. Ja, das ist so gut. Ja, komm, so häufig, ich will das nicht, zur Not können wir ja auch weglaufen. Ja. Oh, hier, Starttür. Ja. Ach so, ja. Klopp einfach das Holz nebenher weg. Geht schneller. Aber wenn der Entwickler das anschaut, dann denkt er sich auch, was für Ärsche. Ja, extra die Eisentür gebaut. Ich glaube, kannst du dich von... Ah ja, hier kamst du von unten. Okay. Ah, hier ist eine Händlermission. Eine was? Eine Händlermission. Da musst du den Motor wieder anmachen. Und während bei durch Lautstärke kommen den Zombies an. Okay, die hatte ich jetzt noch nicht. Ich hatte bisher immer nur diese... diese Mission hier, fetch irgendwas, sammel irgendwas oder clear halt Zombies. Psst. Okay, jetzt ist er sauer. Der ist Billo, der ist nicht doll. Das ist ein Tier 1 Zombie. Der sieht schlimmer aus, als er ist. Achso, hau nicht auf die roten Dinger rauf, ne? Auf deine Nase oder was? Nee, die ist nicht so rot. Noch nicht. Der Zappelhain. Ist er tot? Einer, ja. So. Ups. Mach ihm den an. Ich hab schon wieder Hunger. Das gibt's doch wohl nicht. Da hat doch gerade noch einer gebrüllt, oder? Ja, hier oben bestimmt. So, über hier. Kannst du auch looten hier? Na, Gammelfleisch. Ist hier nichts versteckt? Oh, toll. Hä? Das klingt, cool. Dass das hier in der Nähe wäre, ne? Ne, über uns. Okay.
Ach, da. Den kriegt einer rum. Hey, nettes Jetzt Post. Nicht mehr. Netter Kalender hier. Rüste? Ah, hier geht's raus. Hier geht's hoch. Ja, hier auch. Ach, das kenne ich. Aus Nevis Gang. Dieses Haus hier noch. Oh, auch ein bisschen angepasst. Aha. Im Schrank versteckt. Was sind die schlimmsten? Ja. Oh, ich bin runtergefallen. Aber, oh, du kommst auch gleich gesprungen, ja? Hm, willst du, was ist denn, wa? Super. Übrigens, wenn du Plastik findest, also irgendwie so, ja, die habe ich auch schon gefunden. Plastik ist ganz wichtig, weil wir brauchen für diese Ringkollektoren 100 Plastik pro Stück. Ach du Scheiße. Also nimm alles irgendwie Plastikmäßige auch ruhig mit. Geschmiedetes Eisen habe ich auch gerade. Also, es klingt schlimmer als es ist. Wenn du nachher erstmal ein, zwei Dude-Kollektoren hast, dann. Hallo! Hi! Ja, schön. Ja. Guten Tag. Okay, Knüppel schon wieder kaputt. Ich wollte gerade sagen, das hört sich nach einem Knüppel an. Hä? Oh Gott. Au! Noch. Oh, da liegt noch einer. Guck mal. Oder nee, der, ach nee, den haben wir schon tot geprügelt, ne? Ja, der ist despawned. Oh, okay. Regal. Bücher. Ich hab Dings gelernt. Ich kann Taschenmod bauen. Cool. Ferrell. Dein Obi-Fans ist scheiße. So. Geht doch. Welche Unterwäsche hast du denn an? Bäh, die gelbe. Noch die gute. Die weiße mit den gelben Streifen. Das sah auf dem Obi-Fans aber anders aus. So. Ah. Boah, ich hab ein Safe. Das ist safe, ja. Da kommt was. Ist denn das von draußen? Gute Frage. Ja? Der kann von irgendwie. Ja. Moin. Wir kaufen nichts. You have 10 skill points to spend, ja. So, oben warst du schon? Nee, da kam ja Fatty McFatfat und wollte mir von ihrem OnlyFans-Account erzählen. Kam also nicht so gut, ja? Ach Gott, Alter, mach das sowas nicht! Ich mach immer das Video auf. Weil meist triggert das die Viecher dann schon. Und dann, oh, Bookpile. Nice. Bin schon wieder mit 18 überladen. Hm? Nee, hier hinten. Wo denn? Komm mal auf dem Dach raus. Wie Dach? Was hast du denn jetzt schon wieder? Ja, da wurde die Tür aufgemacht, hier. So. Kennst du das System von denen nicht? Immer dahin gehen, wo das Licht hinzeigt. Hm. Also du musst theoretisch hier nie was abbauen. Einfach das Licht folgen. Das ist das Gute bei. Oh, hier geht's hoch. Ah, drücken. Ja, mit denen habe ich eher Pech. Da finde ich meist immer nur Papier. Renn nicht wegen einbrechender
Dings, weißt du? So, ja, schon. Ach, scheiße, voll daneben getroffen hier. Ich brauche was zu essen. Da habe ich was. Hast du? Ja. Okay. Was? Jingle Bells, Jingle Bells. Hier geht's wieder runter. Ist da was Gutes nebenan? Nicht wirklich. Gott. Bisschen Plaste. Dann geh ich mal in den Vorratsschrank hier. Oh, ein Buch. Vehicle Adventures. Aber das ist, glaube ich, eine Zeitschrift, oder? Kann sein. Also ja, die musst du lesen, damit wir nachher auch ein Fahrrad und so craften können. Ja, aber haben die Dinger jetzt nicht mit so einem speziellen Loot? Welche? Ja, du hast doch sonst immer so einen riesengeilen Lootraum. Hast du nie ein Gebäude gehabt? Vielleicht hat das Ding nur einen Keller? Also nicht jedes POI hat das. Ich habe eine Beinschiene gefunden, also du kannst wieder vom Berg fallen, wenn du willst. Oh, das ist ja schön, gut zu wissen. Chrysanthemen lasse ich mal hier, wobei, ja, zack. Aber ich weiß nicht, also eigentlich, wenn dann auf dem Dach, aber... Ja, da war ja nichts. Oder war da noch irgendwas was versteckt? Weiß ich nicht, warte. Gucken wir. Nee. Sieht nicht so aus, ne? Hier geht's nur runter. Oh, hier. Ammo. 6 Eisenpfeile. Kannst du da raufhüpfen? Und dann hoch? Nee, da geht's nicht weiter. Dann gehe ich hier nochmal ganz hoch. Du kommst doch so da rein. Ich muss das ja nicht verkloppen, aber... Ja, guck mal oben. Ich gehe mich mal entleeren, weil ich bin mit 18 Feldern, also mit allem, was geht, überladen. Bald wieder. Okay, wieso zeigt denn das Licht jetzt bitte schön hier zur Treppe hin? Zur Leiter. Da sind wir doch jetzt gerade hochgekommen. Was für ein Licht überhaupt? Na, komm mal hoch. Komm wieder. Ach, du meinst, diese, ja. Okay. Die weist dir mal hin, wo du hin musst. Wenn nicht immer. Das Licht zeigt aber jetzt dahin. Das heißt, wir müssten von hier aus irgendwie anders reingekommen sein. Zombie. Huch. Baseballschläger. So. Ach, deswegen konnte ich nicht springen. Ich war die ganze Zeit geduckt. Das ist mir aber auch schon ein paar Mal passiert, ey. Ich wundere mich hier schon. Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Ich denke, wieso hüpft der nicht so hoch, ey? Ah, hier geht's noch eine Leiter runter? Ja, das ist dieser Wandschrank. Den haben wir schon ausgeräumt. Lauf! Lauf, Forest, lauf! Hier ist ein kleiner Balkon. Da kommen wir auch hoch, okay. Was ist das da? Ein Ball. Okay. Okay, also doll ist jetzt hier nicht. Nö, nicht alle POIs sind so super doll, aber. Ja, du hast trotzdem meistens aber immer wenigstens eine kleine Loot. Nicht überall, also. Ja. Ich meine, hier bei der Tanke war zwar der Bunker, aber so doll ja, da war wo der du Loot aber diese Lichtquellen also, und sowas hast, da war es eigentlich immer. Ah. Das Spiel ändert sich ja auch mal. Ja, das ist aber nicht nett. Du bist so. Wunder mich, wer hier schon wieder rumkeucht, ey. Du, wir brauchen mehr Kisten. Das meinst du, was ich hier gerade mache? Die geilste Erfindung, die sie hier echt einprogrammiert haben, ist diese automatische Reinsortierung. Oh ja. Echt das Beste. Taschenmod, lernen, das benutze ich einfach schon mal. So. Taschenmod. 10 Plaste, 6 Leder, ein Klebeband, 4 mechanische. Wofür mechanische Teile? Das ist eine Tasche!
Und naja, das wegen Schweizer Taschenmesser-Mod-Dings. Ja, okay. Ja, klar, da ist natürlich eine richtige Hydraulik drin in der Tasche. Natürlich, natürlich. Locker, locker. Oh. So, da ich Hunger und Durst habe, ist eine Suppe. Also, Steko, ich muss wirklich meckern, du bist echt ein schlechter Looter. Was denn? Oh. Okay. Hast du Lucky Looter geskillt oder so? Nee, hast du? Nee, noch nicht. Okay. Aber ich muss mal gucken, ich habe 10 Skill Points, also. Oh, sollte ich mal. Reparaturkit? Dann würde ich mal Miner 69ers und den Kram so machen und mein Pummel Piet. Aber wir haben jetzt 2 Reparaturkits: Ölschiefer 66 und Rad. Cool. Ja, das ist cool. Also ein halbes Fahrrad kriegen wir schon hin. So, ich habe jetzt mal einen Skillpoint Lucky Looter mitgenommen. Okay. Und ich mache mal Better Barter. Das heißt, wenn ich mit Gen handel, kriege ich ein bisschen Rabatt. Sind zwar im ersten Schritt nur 5%, aber dachte, bei den Wasserfiltern dachte, schon mal... Ich dachte, das mache ich. Weil, also. Ja gut, das, da kannst du die Skillpoints, ist ja, musst du gucken. Also besser verhandeln und so, habe ich ja schon gemacht. Da habe ich jetzt 5% so, besser. Ja. Ja gut. Und dann nochmal 10%. Ja, okay. Dann. Aber wir sollten echt mal eine Quest annehmen jetzt bei der Troller hier. Jo, machen wir. Weil ich habe 6 Token. Können wir das eigentlich? Geht immer noch nicht, Mann. Nein, das geht nicht. Also du kannst ein paar Dinge kannst du looten, ja. Das geht mittlerweile. Ne, das kriegen wir schon immer. Du konntest ja zum Beispiel die Schmiede... Ging, oh ja, hier, Handyland. Das ist noch eine Zeitschrift, die haben wir glaube ich noch gar nicht. Ja, also das geht, aber ansonsten... Die Autos hast du schon gelehrt. Also das haben die ja mit Absicht gemacht, ne, damit er nicht... zu over ist. Ja, ich habe hier nicht alles gehört. Oh, die Kiste hast du auf jeden Fall nicht. Ich gehe mal beichten, hier kann man beichten. Cool. Was habe ich denn hier? Adrenalin. Nee, ich habe, wie gesagt, ich habe nicht alles gemacht hier. Adrenalinrausch. Nutze den Adrenalinrausch des Kampfes, um deinen Körper zu beleben. Rüstung verlangsamt dich nicht mehr. Ja, okay, ist gut. Ich werde nicht langsam. Ja, deine Mutter hat die besten Preise. So, hast du irgendwelche Jobs für mich? Clear Zombies, 244 Meter, yes. Ich komm mal kurz. So, die müsste, die Quest müsste jetzt, glaube ich, automatisch mit dir geshared sein. Hast du die? Quest, wo war das? Achso, da. Ja, genau. Geh mal hin zu Jen, da ist nämlich noch eine zweite Quest, auch mit 240 Metern, das muss genau in der Nähe sein und nimm du mal die an. Da brauchen wir nicht zweimal laufen. So. I've got what you're looking for. 266, abholen. Ja, ja, genau. Nimm die, das ist dann gleich nebenan, dann können wir gleich beides machen. Was? Geil. Hat sie gerade gesagt, die will dich küssen? Ja. Also hat sie zumindest bei mir gesagt. Ja, okay. Hallo. Ich gehe, ja. Ey, du musst dich ja wohl kennenlernen. Ja. Hier sind wir jetzt hier drei, ne? Was ist das hier? Ja. Als ich durchgelaufen war, hat er mir hier T3 angezeigt. Dinge? Na, allgemein in der Straße. Ah ja, Gully Residence oder Gully Residence, ja, ja. Stimmt. Oh nee, ja. Sind das nicht die Gebäude, wo der Bär immer war? Nee, der war doch in diesem komischen Stripclub, oder? Ja, aber war das nicht auch mit diesen anderen Dingern hier? Ah, oh, weiß ich gar nicht mehr. Also, die haben einiges geändert. Ja, toll, jetzt läuft er frei rum. Ja, wahrscheinlich. Zu welchem gehen wir denn jetzt? Erst zu meinem oder zu deinem? Ne, ich habe deinen jetzt erstmal favorisiert. Also hier vorne. Okay, ja, dann. Ja. Oh, hat er jetzt automatisch angenommen? Ja, der springt immer um, wenn du, glaube ich, so unter 75 Meter bist oder so. Jetzt muss ich auch mal gucken, wo er ist. Oh, das ist doof. Den kannst du ja nicht mehr bescheißen. Also vorher looten, ja, dann nochmal. Ach so, ja, nee, doch, das geht noch. Also du kannst einmal looten und dann nochmal rein. Das geht schon noch. Aber der hat gerade automatisch angenommen. Ja, nee, der springt nur irgendwie um. Ich, keine Ahnung, was das soll. Ah, okay. Aber du kannst trotzdem rein jetzt. Ah, ja, ich sehe es gerade hier. Genau, du kannst trotzdem vorher noch rein und dann noch ein zweites Mal rein. Das geht schon. Bam. Das haben sie nicht genervt. So, pass auf, da vorne liegt gleich einer. Oh. Pack. Ja. Ich hab dir schon ein paar Mal gesagt, dein hässlicher Scheiß-Bauheld nützt dir einfach gar nichts.
Ah, ich merke schon, das Spiel, das kann ich erst ab 22 Uhr bringen. Also habe ich eigentlich Schuhe an? Ich habe dich vorgewarnt, ich fluche bei dem Spiel. Habe ich eigentlich Schuhe an? Was? Habe ich Schuhe an? Ja, so eine Metalldinger. Okay, hier, hast du auch Stiefel. Sind das Metalldinger? Ne. Cowboy Boots. Jetzt habe ich zwei davon, cool. Achso, oh. Where did you come from? Where did you go? Baumwollaugen, Klüsen, Joe. So. Okay, Blaubeeren. So, die nehme ich auch immer gerne mit, die scrap ich dann immer. Aber nur am Anfang. So, übrigens die Office Chairs, die sind ganz gut, wenn du die scraps, kriegst du Leder raus. Ja, ich mach mal auf für dich, ne, weil du ja dumm bist. Ups. So. Da hinten ist sie! Was? Da ist sie! Ja. Die Physiktante. Wo der Entwickler sich extra viel Mühe gegeben hat. Okay. Mal nicht. Guck mal, die liegt. Okay, das bewegt sich doch nicht. Geh mal ein Stück beiseite. So. Fantasie mal wieder freien Lauf lassen. Musst du dir extra nur noch mal mit einem Knüppel ran. Sag mal, hab ich schon wieder einen Amboss gefunden oder hab ich den noch von vorhin im Inventar? Das wäre ja unverschämt, wenn ich zwei hätte. Guten Tag. Warum stehen Sie denn hier so im Schrank? Warten Sie auf die S-Bahn? Was ist denn? Ich mach nichts. Hallo. Was ist denn mit dir? Corona ist vorbei, setz die Maske ab, Mann. Ja. Ekelhaft. Oh, Medizin. Was für welchen? Schmerzmittel und Medical Journal. Erlerne lebensrettende Fertigkeiten, stelle Verbände und medizinische Zubehör aus gewöhnlichen Haushaltsgegenständen. So, aber woran erkenne ich eigentlich Zeitschrift und Buch? Sieht das denn wirklich vom Bild her aus wie ein Buch? Ja, das Buch ist dicker. Okay. Das siehst du. Hast du einen Bogen? Ja, eine Kiste. Oh, ich meine dabei. Nö, natürlich nicht. Sehr gut. Ich meine, wozu hab ich einen Bogen? Um in die Kiste zu stellen. Naja, weil der hier oben ganz praktisch wäre. Warum? Wo? Oh, wieso? Weil hier hinter drei Zombies stehen. Weil hier hinter endlich eins von deinen geliebten, super tollen Verstecken ist. Ja! Loot. Ein Kettensägenparts oder was das ist. Oh, das ist ja, ein Ding. Das ist toll. Ja, Motortoolparts, okay. Boah, ich suche schon die Zeiten, wo die Schreierin kommt. Ja, aber ich muss sagen, ich habe so einen riesigen, oder was heißt riesigen, schon einen recht großen Bunker gebaut und da kam nicht ein einziges Mal diese blöde Schreierin. Und ich habe, glaube ich, mittlerweile 10, 15 Stacks mit 6000 Stück Clay vom ganzen Buddeln und da kam nicht einmal eine Screamerin oder irgendein Zombie, als ich gebaut habe. Also entweder haben sie das genervt oder... Ja. Und du lootest echt nicht gut, sehr, ne? Lucky. Freundchen, da oben hast du schon eine riesen Tasche vergessen. Weißt du, was da drin war? Du hast doch gesagt, hier, du willst Geschossspitzen, Eisenbrechermod und Knife Guy. Was für ein Knife Guy? Ja, eine Zeitschrift. Und? Ach, Knife Guy meinst du, ja. Ja, gut. Sei ein echter Messerjunge. Hol dir die besten Informationen über Klingenwaffen. Haben wir jetzt alles oder ist da noch mehr? Warte, ich mach noch kurz die Bilder kaputt. Ach so, wir haben die Quest noch gar nicht gestartet, ich doof muss. Ja, hab mich gerade gewundert. Stimmt. Starte mal. Bist du raus? Ja, klar. Ich repariere mal kurz meinen Knüppel. Ja, gute Idee. Also mal eine bessere Waffe wäre auch nicht schlecht. Ja, das ist... Soll ich? Ja, mach.
Und passt das? Ja, meistens Zeit ist nur so ein Scheiß. Ja, nice. Hallo! Ich bin hungrig, toll. Warte, So, ab. Hatte noch ein Döschen bei. Das brauche ich nicht, ja. Ach, hier Clay brauche ich auch nicht. Das wird später, ist wichtig. Ja, ganz ehrlich, das kriegst du nachher so viel in Massen. Ja, spätestens wenn wir einen riesen Kram bauen. Ja, eben, eben. Also selbst wenn du so ein bisschen... Oh, sehr gut, dann können wir endlich das Wasser abkochen. Ich habe nämlich schon einiges an Wasser gefunden. Eben doch. Das klingt mal ein wenig zu sehr erregt. So. Aha. Was ist denn hier drunter? Okay, Müll. Voll, 43 Steine. Wir stecken hier extra Müll. Ja, das ist... Das ist mein Müll. Ich warte nicht, dass du jemand anderes das kriegst. Mein... Ah! Ach so, ja. Da. Könnte halt einer sein, ne? Ja, komm mal her. Und schon ist der Schädel weg. So geht das. Toll, Knochen. Guten Tag. Nee. Weißt du, an was mich diese Türen erinnern? Ach, er schon wieder. Kennst du noch diese Icarus-Busse von damals? Oh ja! Fährt sogar einer bei uns noch rum. Zwar nur bei Events, aber fährt noch einer. Aber nicht der Retrabus, oder? Doch, der ganz alte. Aber der Retrabus, ist der Retrabus ein Dings? Ne, Icarus? Ne? Ist ein richtiger Icarus, der. Okay, hä? Ist ja, das ist so ein blauer, so ein türkis weißer. Aber warte mal, besteht die Tür hier bei dir auch aus Kacheln, aus Fliesen? Nein. Hä? Jetzt ist Eben waren hier, okay. Hier waren eben echt dunkle Fliesen. Hast du hier ein paar Pillen genascht? Was sollst du das? Nee, ich habe keine gefunden. Das ist das Problem, hier gibt's einfach keine. Ja, die ich hab schon, aber bitte. Geh doch mal. Ja, da oben, siehst du hier oben? Da musst du, nee, ich hol's dir mal. Ja, mach mal. Ja. Waffenkiste. Ja, denk an die Zombies da oben, an die drei. Ja. Sind nur zwei, die sind. Ja. Nur zwei. Oh, Shotgun-Messiah-Kisten diesmal. Okay, Helmlicht-Mod. Oh, cool. Kann ich bauen. Sehr gut. Oh, ich bin wieder voll. So, was haben wir noch die zweite Location, oder? Ich habe einen Penner eintoppt. Ja, passt zu mir. Oh, und Rohrbomben. So. So, lieber Freund, dich zu mir. Ich meine, also, ne? was schmeiß ich denn weg? Hier, das können wir scrappen. So. Und jetzt machen wir deine Quest noch und dann haben wir zwei Locations durch und kriegen die doppelte Kohle quasi. Jo. Ich hab schon wieder Hunger. Alter, ist das ein verfressenes Stück. Habe ich nur... Ja, ich habe zwei Blaubeeren. Mhm. Die esse ich mal. Die machen mich bestimmt sehr satt. Ja, hier. Was ist das? Hobo-Stuhl. Ah, ich merke schon, ja. Gib dem Typen mal den Penner an, Topf, der sieht so aus, als wenn er braucht. Da. Okay, dann sind ja die kleinen Bilder zu sein. Nee, hinter den kleinen ist nichts, immer nur noch die großen. Du, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich kann hier auch noch was machen. Ach ja, abholen. Ja, komm mal raus. Ist dasselbe Gebäude. Ah, really? Ja. Okay.
Drücke E zum Start. 15 Minuten warten. Was müssen wir? 15 Minuten warten. Das ist neu. Oh. Ja. Gut, dann. Dann loote ich mal das Auto hier hinten kurz. Ja, das NPD, Nevis Gain Police Department. Oh, 4. Tschüss. Ja, ich hab's gehört, aber. Viel Spaß. Ist doch nix. Wo sind die? Ach da, die haut die Mauer. Ach da. So. Nee, also so schnell kommen die da auch nicht raus oder so. Also. Okay. Wenn die hier ein bisschen im außenrum das einfach nur machst, ist das okay. Also. Ah, okay. Da passiert nichts. Der Shit ist meistens drin. Ah. Southern Farming, Improved Seed Durant. Crafting Skill. What? Biersalze bringt nichts, ja? Nee, also zumindest nicht für Hydration. Hm. Das ist blöd. Da ist ja, dann lass uns mal zurückeiern. Ich hab einen Huhn. Das ist schön, aber ich bin komplett voll. Ja, ich hab noch ein bisschen Platz. Hast du dir zufällig ein Bein gebrochen? Nein. Gut, und wenn, hätte ich einen Gipsverband. Ah, okay. Ja gut, der ist besser dann, ja. Aber ich hab Durst, ich kann nicht mehr so viel laufen und naja, voll bin ich auch. Mit 16. Mich noch? Nee, ich hab nur Murky Wort. Nee, und ansonsten auch nur Bier. Aber da wir jetzt einen Kochtopf haben. Jupp. Können wir Wasser kochen. Oh scheiße, das ist ein Feral. Ich wollte gerade sagen, wir sind dafür zwei Idioten da, die sich kloppen. Ein Feral und ein Hobo. Ich wollte dir gerade helfen, aber mein Ausdauer war weg. Ja. Ich mache halt gern Power Attacks und das ist aktuell noch total scheiße. Die mache ich auch. Gut. Ja, wenn man nachher wieder ein bisschen gelevelt hat für die Stamina, dann geht's eigentlich. Dann ist das nicht mehr ganz so schlimm. Ich habe eine Schippe. Was für eine? Schippe 2, oh. Stein. Ja, die habe ich auch. Stolz. Natürlich, gerade da habe ich gerade noch eine gefunden von eine zweite schon. Die habe ich auch schon gescrapped. So, jetzt habe ich Hunger und Durst. Ja. Oh, eine Krankenschwester. Schwester Grit. Ja. Verbind das mal! Okay. Oh, Police! Was? Ach so, ja. Geht, man kann so reingehen. Viel Spaß. Oh, nö, ich hab's nicht so mit Polizei. Oh, Vehicle Offroad. Ja, ich use das mal. Was ist das? You always need water. I figured out this hack on how to purify. Oh, das ist gut. Dann kannst du Purified Water machen am Dings, am Kochdings. Das ist richtig gut. Aber wir brauchen Kohle dafür. Okay, wir haben hier die Ghoulie Residence. Ja. Ich glaube, die hier sind Tier 2 oder so. Die sind, glaube ich, noch relativ. Aber. Tier 3. Drei. Okay. Blöde Frage, wo ist denn das zu Hause? Eine Pipe-Shotgun. Cool, nice. Du musst einfach nur den Weg zum Trader von. Ah, hier, warte mal, ich habe einen Kürbis für dich, sehe ich gerade. Ist zwar nicht viel, aber. Okay. Ich nehme, was ich kriegen kann. So. Achso, ich sehe das Bett-Symbol, stimmt ja. Ich sollte echt mal vom Kompass gucken. Ja, entweder das Bett-Symbol oder hier Trader müssen wir hin. Du musst jetzt die Quest abgeben und dann. Achso, scheiße. Ich brauche freie Slots dafür. Hast du noch Inventarplätze frei? Ja, klar. Weil ich brauche so. Ja, so mindestens 2 irgendwie frei. Also, ich habe noch unten die Leiste frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das brauchst du wahrscheinlich eher als ich. Und das hier kann ich eigentlich mal lernen. Wenn wir teach you how to craft this item, so ein Fittings-Mod, ja, komm. Was siehst du, warum haben wir das Ding? Ich hatte doch hier den Mod Baulampen-Mod, wo ist das Ding? Da. Kann ich doch gleich lernen. So. Ja. Ja, also ich glaube, die Bücher, die können wir einfach lernen, weil die finden wir nachher eh doppelt. Nur mit den Zeitschriften sollten wir uns wirklich.
Nee, das hat auch nicht lange gedauert. So, Magnum Enforcer Volume 7. Okay. Sprinting with a .44 Gun. Oh, Shotgun Shells, Woodsplatter Mod. 9mm Ammo, 100 Stück könnte ich kriegen. You again. Aber wir haben noch keine Knarre, ne? Like Dr. Jen. Ich habe eine Pipe Shotgun. Ich kann auch Shotgun Ammo kriegen, 60. Nehme ich die erstmal, weil ich eine Pipe Shotgun habe. Safe is safe. Okay. So, wie viel habe ich bekommen? 800 Token. Good job. I knew you could do it. So, was krieg ich denn? Oh. Ach, kannst du das auch nochmal einlösen? Ja, klar. Ah, ich krieg auch 800. Okay. Ich kann 750 Kohle kriegen. Gezähmte Klingenmod. Taschenmod für Rüstung. Rohrbomben 10 Stück oder ein Bauplan-Taschenmod. Und den Bauplan habe ich ja schon. Hm. Ja, Kohle können wir gut gebrauchen für Water Purifying. Das habe ich ja gerade gelernt. Also nimm mal die Kohle, weil Purified Water, das gibt richtig nice Stats. Okay, hab ich. Cool. Meist, wenn du so eine Quest einloggst, bieten sie dir auch, also ich weiß nicht, ob Jen das bei Jen auch ist, aber bei Joel hatte ich das gehabt, kriegst du so Kisten mit Zeitschriften, da sind dann 3x2 Stück drin. Ja, die gab's früher auch schon. Das ist halt auch, ja, das ist halt super nice. Also gerade mit den Zeitschriften jetzt. Was sind hier eigentlich so drin? Aha. Oh! Buckpeil, ja. Alter, ist das teuer. Scrapping for fun. Okay. Tactical Warfare. Okay. Ich habe übrigens Lucky Looter ein bisschen geskillt. Also zumindest einen Skillpoint habe ich mal reingedonnert. Gut. Ja, das sollte man theoretisch auch beides lernen. Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden. Und wie gesagt, ich hab ja XP auf 300%, also. Von daher kommen wir ganz gut voran. Person Gestor, Tier 1. Ne, am Arsch. Hallo, wir sind doch mindestens Tier 3. Beleidigung hier. Gucken wir, wie alle los werden. Die Kisten werden nicht wirklich reichen. Ja, du kannst ja auch mal da einsortieren, wo es Sinn macht. Ja. Also ich hätte jetzt gesagt, wir machen vielleicht hier diese ganzen Zeitschriftenkram erstmal hier in eine rein. Alter, es wird immer mehr, ey. Ja, ich sag mal, wir brauchen die größeren Kisten. Ja, und dazu brauchen wir Nägel. Ja. Hab vier Stück? Ich glaube, wir brauchen 5 oder 10 brauchen wir dafür. Ne? 10 brauchen wir, ja. Ich hab 5. Wie viel hast du? 4. Toll. Haben wir noch irgendwo Nägel drin vielleicht? Ne, hier nicht. Oh, ich hab sogar eine Schatzkarte. Aber ich würde die vielleicht nicht hier machen. Also, weil wenn wir irgendwie eine Base machen, dann wahrscheinlich nicht im Person Gas. Ich habe den nur mal geclaimt wegen erstmal, dass wir irgendwas haben. Kannst du mal den Kochtopf ins Feuer tun? Also in die Kochstelle? Ja. Hier schon wieder los. Oh oh. Kommst du mal? Ja, klar. Okay. Du gerade. Warte mal, keine Ausdauer. Na, ich auch gerade nicht. Au. Sag mal. So. Bin infiziert. Nicht gut. Da kommen noch mehr. Ich blute und hab gerade keine Bandage in der Hand. Okay. Egal. So, hab'n. Ja, toll. Schon wieder eine ganze Horde hier. Ja, ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen. Nicht so schlimm. Die brauchen eh. Ja. Oh, ich hab schon wieder 5 Skillpoints. Aber das ist jetzt aber nicht mehr so, dass wenn du je höher du hochskillst, dass du heftige Gegner werden? Nee, irgendwie berechnet sich das jetzt anders mit der Blutmondhorde. Also du solltest die erste Blutmondhorde auch nicht unterschätzen mittlerweile mehr, weil ist da irgendwie Holz drin, ne? Weil ich glaube, ich habe irgendwo mein Holz reingeschmissen. Ja, ich habe meins auch irgendwo. Ich nehme mal die Kürbisse hier raus, ne? Ja,
Ja, ich könnte auch was kochen, aber... Oh, ne, ich habe noch... Ne, Jugosaft war für irgendwas anderes gut, nämlich das Wasser. Und das verbrannte Zeug. 10 Minuten, wow. Boah, das hat cool gemacht. Ja, ich bin dehydriert, da. So. So, ich koche jetzt gerade mal 12 Wasser ab. So. Achso, ich habe hier noch mehr. Bin immer noch durstig. Warum? Oh, schon eine Stunde, ups. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's auch wieder für heute. Ein bisschen überzogen, ich denke mal, ich teile die Folge einfach. Dann sehen wir uns morgen in aller Frische wieder. Danke, dass ihr dabei wart und ciao mit V.